sollten aber auch alsbald mit den Seelenprüfungen beginnen. Die Gefahr eines Paktierers ist immer noch real an Bord. Und wenn er noch einen zweiten an Bord holt, wäre das dramatisch. Wir sollten nur Männer dorthin schicken, denen wir wirklich vertrauen können. Und in diesem Fall müsste ich wohl selbst Wache halten. Nun, Uchiox-Männer sind neu und werden wahrscheinlich keine Paktierer sein. Ich sehe erstmal ein bisschen geschockt aus, dass er seiner Mannschaft nicht vertraut. Scheint mir die beste Wahl zu sein. Vardarias war auch ein Paktierer. Wir können hier niemandem mehr vertrauen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und sag dem Koch mal, er soll seinen verfluchten Köter unter Kontrolle bringen. Ja, mit den Hunden, die sich im Unterdeck beschäftigt, die dort immer noch sehr verwahrlost herumliefen, hattet ihr euch ja nie beschäftigt. Und ja, die bellen dort noch etwas, sind wohl aufgebracht. Und dann könnt ihr wohl sehen, wie Lubdil nach oben kriecht, bucklig die Gestalt, die die anderen noch nicht wirklich kennengelernt haben. Ragnar hat sich wohl viel mit ihm beschäftigt, aber Jarl hat er selbst nie die Lust und Muße, sich mit dieser widerlichen Kreatur zu beschäftigen. Lubdil Quadrimanu. Vielleicht der Auslöser für das Gebelle der Hunde. Lubdil, brauchen Kapitän? Lubdil nicht sicher. Steuermann anders als nicht Kapitän. Lubdil wollen wissen, wer neue Niere. Bitte was? Lubdil wollen wissen, wer neue Niere wird. Alarius hat mal davon erzählt, Nierennamen. Lubdil wissen, dass Delfine kaputt, Delfine zerfallen und Fischnetz leer und jetzt Lubdil wollen neue Niere. Delfine? Fischnetz? Nieren? Lubdil darf nicht davon erzählen. Lubdil hat Verbot von Ephadaios bekommen. Ephadaios sagen, dass Ragnar nicht mehr Freund von Lubdil, wenn Lubdil erzählen von Delfin-Niere. Ephadaios ist tot und Ragnar ist nicht hier. Was hat dieser Mann Der schaut dich mit seinen großen, quäkenden Augen an. Niere? Magestra, wisst ihr, wovon er spricht? Tut mir leid, nein. Ich weiß nicht, wovon er spricht. Und dann kannst du sehen, wie Jasper auf euch zugeht, mit seinem Magierstab, auf dem ein, ist das ein Geierschädel? Zumindest geht er auf euch zu, es tockt einmal und er schaut euch gönnerisch an. Jasper, das ist besser nicht euer Werk. Nun, mein Werk ist es nicht, nein, aber ich konnte mich selbstverständlich mit den inneren Strukturen dieses Schiffes, dieser Dämonenarche auseinandersetzen, da ich nun einige Zeit vor euch hier war und mich mit den Strukturen etwas besser auskenne als ihr, aber da ihr auf meine Expertise zum aktuellen Zeitpunkt wenig Wert legt und lieber Magistra Kohlrabe, sehr geehrte Kollege, fragt, möchte ich doch darauf verzichten, euch hier Ratschläge zu geben. Und weswegen seid ihr dann gekommen? Ich bin sehr gespannt, was diese widerwärtige Kreatur dort wieder von euch möchte. Ich wurde durch die Hunde geweckt. Also wollt ihr nur spannern und nichts Sinnvolles beitragen. Warum seid ihr auf diesem Schiff? Nun, ich freue mich doch sehr, dass der aktuelle Kapitän sich dazu entschlossen hat, mich in Festorm loszulösen und bin ihm sehr zu Dank verpflichtet, dass er mich hier weiter duldet. Lobt ihr? Hört endlich auf, euch in eurer eigenen Schadenfreude zu sonnen, Jasper, und erzählt mir von der Niere. Nun, lasst euch doch von der kleinen Kreatur aufklären. Sie ist doch immerhin euer Schiffshausmeister. Ich denke, er wurde wenig genutzt und wenn ihr ihn annehmt, dann wird er weniger an meinem Rockzipfel hängen. Jasper, keine Spielchen. Ich war noch nicht im unteren Bereich des Schiffes. Dort hat mich der ehemalige Kapitän nicht mitgenommen. Gut, wir machen das ganz einfach. Alle Mann, mitkommen. Wir sehen uns das selbst an. Lubdil, zeig mir diese Niere. Lubdil? Los, vorwärts. Er geht auf seinen krabbeligen Beinen, auf allen Vieren, huscht er wie ein, fast wie ein Hund, in den Treppenturm.
und geht dann in das zweite Untergeschoss. Und ist dann verschwunden. Ja, Spielercharaktere einsammeln, Blutschluck einsammeln, Kohlrab einsammeln und los geht's. Ja, Gassenwissen. Und Fürchtepreuers einsammeln. Fürchtepreuers? Ja. Fürchtepreuers. Wobei, nein, lieber nicht. Den mitten in der Nacht zu wecken, einen alten Mann, ist vielleicht nicht ganz so klug. Gut, wer möchte führen? Dann nicht, okay. Viermal links, siebenmal nach Norden und dann sind wir da. Ja, hier war doch letzte Woche noch eine Tür. Wenn ihr das abkappen, bestimmt. Vielleicht ist Karinor, wo müssen wir denn hin? Da hinten links. Ihr seid schon länger auf dem Schiff als ich. Ja, und als ich vor euch auf dem Schiff war, war hier noch eine Tür. Ich schaue dich einfach mit fragendem Blick an. Ja, also wie kommen wir da so rum? Lubdiel ist verschwunden. Ihr seid euch nicht mal sicher, ob ihr im richtigen Stockwerk seid. Zu viele Treppen. Zu viele seltsame Wurzeln, die ihr berühren musst mit den roten Adern, bevor dann die Treppe auch wieder zuschnellt. Dieser Mechanismus wurde euch ja bereits verraten. Und Also, wir haben die Wahl. Entweder gehen wir jetzt auf die Suche nach ihm oder wir warten, bis er zurückkommt, wenn er das will. Wir füllen dich deine Kackkassen müssen brauchen. Na gut, versuchen wir es. Gut, niemand weiß Bescheid. Ja, nach zahllosem Umherirren, ihr findet natürlich dann die Überbleibsel, irgendwas, was hier noch rumliegt und noch nicht von Bord geschafft worden ist. Die mittlere Rotze, die ihr aus Helmport mitgenommen habt, steht hier noch einsam und verlassen rum. Und unter Deck hämmert dann Porquum und sägt an dem neuen Schiff, beziehungsweise, was heißt an dem neuen Schiff, an dem Schiff, was ihr gekauft habt und was ihr jetzt wieder fit machen müsst. Die Gefangenen sind immer noch unangetastet und ihr könnt dann in den einzelnen Bereichen die gefangenen Piraten, die mitgenommenen Kamortgardisten und roten Legionäre erkennen und auch die merkwürdige Alchemistin und von dem kleinen widerwärtigen Gestalt ist nichts zu sehen. Ich vermisse bereits die Serie. Dabei war ich mir so sicher, dass es hier umgeht. Was seltsam. Muss da diesem verfluchten Schiff liegen. Eva, was auch immer es ist. Porkom, hast du den unförmigen Schiffsjungen hier vorbei hüpfen sehen? Wir haben einen Schiffsjungen? Nee, ich sehe hier nur. Er hält seine Säge nach oben. Ach. Der hat auch für nichts Augenwasser seinen Booten. Na ja, gut. Was ist eigentlich der Plan mit diesen ganzen Gefangenen, Captain? Werden wir in Perikum an den Pirates Temple übergeben. Wir konnten es leider in Kunchum nicht machen, weil wir größere Mengen Stahl transportieren mussten. Außerdem werden wir noch mit dieser Giftmischerin reden müssen. Ich bin mir sicher, wir können sie benutzen. Wofür? Gift zu mischen. Wir brauchen erstens keinen Giftmischer und zweitens haben wir bereits hier Arbeit an Bord. Immer noch liegt hier vor Anker vor einer der drei Inseln. Wolltet ihr noch hier etwas genaueres tun oder? Wir wollten untersuchen, ob irgendwas an den Beinen ist und irgendwas an Bord gekommen ist. Richtig, wir gehen halt irgendwie so ein Stück an Land. Zwei, drei Schritt. Mhm. Je nachdem, welches Bein das ist. Und dann wird man Truppe rausgeschickt, inklusive Doshek, der sich das anguckt. Okay. Ja, dann machen wir das kurz. Ihr könnt dann kurz an Land gehen. Dir fällt dann wieder die Geschichte ein, die du an Bord der Seeadler gehört hast. Das ist schon einige Zeit her, aber sie sprachen wohl damals von Sagen und Legenden von Zwergen, die hier die Inseln mit unglaublich tiefen Tunneln verbunden haben, durch die man sogar zum Festland gehen kann. Mittlerweile sollen diese Inseln wohl unbenutzbar von Piraten verseucht sein. Halten wir uns lieber nicht so lange auf. Wer war um? Ach, die sieben gezeichneten.
Und Bronn wird auf Position gesetzt mit seinen Leuten. Das sollte uns hoffentlich auch zum Hals halten, was Probleme machen könnte. Gut, ja, nach kurzer Inspektion des Beines könnt ihr aber auch nichts feststellen. Es gibt wohl nichts, was diese Füße hier kaputt gemacht hat oder zerstört hat. Ja, die Kette hat auch keine bleibenden Schäden hinterlassen. Es gibt hier auch genug Unmetall, was dann ziemlich scharfkantig, rostig andere Metalle zerschneiden könnte und dementsprechend keine weiteren Probleme. Gut. Ich hatte schon befürchtet, die Bestie hat so etwas aus dem Bein rausgebissen. Doschek, wisst ihr, was die vielleicht am Bein gemacht haben könnte? Ja, was? Die Seeschlange am Bein. Warum soll ich das wissen? Ich bin Mathematiker. Ich dachte, ihr seid doch derjenige, der sich am besten mit der Arche auskennt. Ist das so? Ich kenne die Adern und... Kapitän, Mannschaftskürzung. Er wird nicht bezahlt, er ist okay. Ich nehme an, einfach die Arche ist auf die Seeschlange aufgetreten. Das scheint das Logischste. Vorsicht war wohl besser als Nachsicht. Dann alle Mann wieder rein, wir laufen weiter und versuchen während dieser Zeit den verfluchten Dupli wiederzufinden. Kann ich mir denn auch kann ich mit einer Magiekunde da irgendwas mir erklären, rein theoretisch oder nicht? Ohne Markana? Du ja, ich kannst erst mal gerne eine Magiekunde würfeln, kann ich dir vielleicht nochmal was sagen, aber... 11 Punkte. Ja, das könnte natürlich sein, dass dann eine sehr profane Seeschlange das sehr profane Bein gestriffen hat, weil sie, wie eine Seeschlange so üblich, ab und zu auf und auch, ja, auf und untertaucht und dann rumschlängelt, ja genau. Okay, also hatte ich das einfach nur für Zufall. Im Grunde. Ja, also du hast dir wie gesagt das Bein angesehen, du hast wohl von ja sowas wie Tang gehört, der dann auch weiter wächst, aber es gibt hier auch kein Sargasso-Rest oder sowas am Bein, sodass ihr dann ja sowas wie ein Dämon angeheftet habt, also das ist alles nicht der Fall. Na gut. Ja, das safe dann, sorry. Nun gut, dann wieder an Bord. Wir sollten wirklich besser darauf achten, wo unsere Spinne hineintritt. Ja, wo wollt ihr denn anlanden, wenn ihr im Golf von Perikum seid? Könnt ihr nicht mit einer Dämonenarche in den Kriegshafen von Perikum einlaufen? Wir kennen da noch einen Landeplatz. Die Trollzacken, da wo die Seeadler angelandet ist? Ganz recht. Nur, dass sich die Arche halt ein paar hundert Meter auf dem Wasser hält, damit sich keine Untoten an Bord schleichen. Aber die Bucht selbst sollte ja benutzbar sein. Ja, sieht so aus. Und wenn irgendein Ogre kommt und meint, er müsste mit Steinen werfen, kann Bronja zurückschießen. Das ist zumindest eine Idee, richtig. Wolltet ihr den Rondrianer hier lassen, damit es dann auch ja sowas wie Archenfeuer gibt? Ja, Rondrianer bleibt hier. Rondrianer bleibt hier. Das heißt, gut, müsste man eben überlegen, ob der selber sich mit, ja... Wenn es Probleme gibt, darf er nach eigenem Ermessen handeln. Was bedeutet, er darf abhauen? Ja, du kennst ja Rondrianer und wenn die angegriffen werden, dann... Anders gesagt, abhauen. Wenn auch wir ihn lassen, kann er am wenigsten Schaden verursachen. Richtig, auch er wird der Plagenbringer sich nicht unbedingt entgegenwerfen. Und im Notfall kann er uns über Faruk die neue Position durchgeben. Okay, dann landet ihr irgendwo an einem kleinen... Es ist kein richtiger Hafen, es ist einfach nur ein sehr verlassenes Dorf, was direkt in die Trollzacken gebaut worden ist und dann hier sehr steil abfällt, beziehungsweise nach oben ansteigt. Auf verschiedene Ebenen, ihr könnt ja auch noch verrottende, verwesende Leichen erkennen, die hier wohl seit mehreren Monaten im ewigen Eis herumliegen. Skelette, einige zermanschte, zerfressene Oger, die hier auch in eingestürzte Häuser gefallen sind. Das Dorf ist wohl seelenlos, also komplett verlassen und mit einem unguten Gefühl kann Jalan dann den schwankenden Steg betreten. Ach, wir können nicht mit der Feuerjin fahren, richtig? Könnt ihr auch machen. Ey, laufen, das würde eine Woche dauern, da hatte ich jetzt keine Lust zu.
Dann holt ihr hier, wenn die Seeadler, beziehungsweise wenn die Gesandtspinne hier bleibt, könnt ihr eure Voyagen aus dem Rumpf mal wieder herausholen. Wieder gibt es starke Proteste von, ja, von eurem führenden Zimmermann, der sagt, wenn ihr dieses Schiff noch einmal bewegt, das heißt, einmal hinfahren geht, aber ablegen wird wohl nicht wieder funktionieren, er braucht die Zeit. Das Schiff ist noch nicht funktionsfähig und wenn ihr jetzt wieder 2 Tage auf See seid und mal wieder den Mast ein- und aufklappt, dann ja, könnte es sein, dass es untergeht. Das wollen wir nicht. Dann werden wir wohl doch marschieren. Er braucht die Zeit. Eine Woche Trollsackenromantik, kein Problem. Wir könnten Pferde gebrauchen. Wir haben keine Pferde. Ja, ein großes Problem. Das heißt auch, wir können die Gefangenen nicht mitnehmen. Und wahrscheinlich auch nicht die Hauptmänner für neue Söldner. Natürlich können wir das. Nun, wollt ihr wirklich 2 Wochen lang alle Söldner an Bord alleine lassen? Wir... Ohne ihre Hauptmänner? Wir nehmen... Der Fluchte. Ja, wie lange hatte die Reise denn damals gedauert? Wie oft hast du im Zelt geschlafen, Jalan? 3-mal, fällt mir gerade so auf. 3-mal? 3-mal oder 4-mal, ich weiß es nicht mehr so genau. Ja, du kannst die Sachen ja auch wieder einfach abmessen. Stimmt. Nehmen wir an, wir marschieren 30 Meilen am Tag, was in den Trollsacken schon optimistisch wäre. Okay, ja, 2 oder 3 Tage. Ja, wir machen das. Der... Genau. Blutschlock bleibt hier. Wenn ihr nicht schmecken. Und wir nehmen die Hauptleute und jeweils die Hälfte der schweren und leichten Infanterie mit. Gefangen? Das ist. Und die Gefangenen, genau. Alle Gefangenen? Ich glaube, 30 Mann können durchaus 50 Piraten im Auge behalten. Okay. Die Alchemistin, mit der möchte ich vor der Abreise reden. Da will ich dabei sein. Und ich möchte Fürchte Paulus mitnehmen, damit er sich um die Gefangenen kümmert. Ja, dann, wie gesagt, seid ihr angelandet an dem Steg und während nach und nach dann Vorräte nach unten gebracht werden, sowas wie provisorische Karren, die dann notdürftig gezimmert worden sind und wenige Ware dann verladen könnten. Hier müssten ja auch noch 2 Karren rumstehen. Richtig. Stimmt. Dann kannst du die Karren nehmen, die du damals entladen hast und dann einfach liegen gelassen hast. Die Unterroten haben sich dafür nicht interessiert, die waren nur auf Leben aus. Dementsprechend stehen hier immer noch die 2 Karren, 3 Karren, mit denen ihr dann die Brandfässer verladen hattet. Gut, da können sich die Gefangenen nützlich dran machen und die ziehen. Ja, mittlerweile die Kamadgardisten stehen dann leicht fröstelnd in den Trollzacken aufgereiht, die Soldaten, Söldner drumherum und dann wird auch die Mimia Sensa nach oben geholt. Ja. Moment, wie kalt ist es? Wir haben 10., 11., 11. Fex, beziehungsweise, ja genau, irgendwas mit 16, 17 Uhr, es wird dann demnächst Nacht werden. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr dann die Nacht noch übermarschieren wolltet oder ob ihr dann hier noch auf der Arche bleibt oder im Schutz dieses Dorfes, ob ihr weiterzieht. Das müsst ihr euch überlegen, aber jetzt haben wir so 16, 17 Uhr und ja, dementsprechend kalt. Ja, ich überlege nämlich gerade, ob ich überhaupt den Marsch aushalte. Was das denn? Natürlich haltet ihr den Marsch aus. Bisschen kaltes Wetter hat noch niemandem geschadet. Nun, da bin ich anderer Meinung. Wie auch immer, ich denke, wir können über Nacht noch hier bleiben und dann mit den ersten Sonnenstrahlen losmarschieren. Es hat keinen Zweck, wenn es in 2 Stunden dunkel wird, jetzt noch sich auf den Weg zu machen. Gut. Also, die Alchemistin, wo ist die? Ja, wird dann auch zu dir gebracht und Moment. Token ist freigegeben. Ich bringe sie dir einfach mal nach oben auf die Arche. Und stellen wir uns dort einmal hin.
Deine Frau in ja, Schellen, möchte man so sagen, aus Eisen, damit man ihr magisches Potenzial nicht nutzen kann. Man ist sich da nicht ganz sicher, sie wurde auch noch nicht analysiert, ob sie jetzt magisch ist oder nicht. Stand zumindest so den Berichten in dem Alchemielabor von dem Magier, der von Chiaras umgebracht worden ist und war da wohl mit zuständig. Ist relativ jung, hübsch, braun gebrannt durch die maraskanische Sonne. Also, Stand und Name? Ihr könnt mich Deminia nennen. Ich habe keinen Stand. Gut, was habt ihr in Helmpolt getan? Geforscht. Woran? An der Erschaffung des Wesens. Habt ihr meine Katze gesehen? Meine Katzen. Sie sind mittlerweile mehrere. Blick mich mal zu Karino um. Hast du eine Katze gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Nein, haben wir nicht. Die werden noch an Land sein. Also. Wie lange wart ihr in Helmpolt? Nicht lange. Nur einige Monate. Ihr habt für Hafax gearbeitet? Zwangsarbeit. Was habt ihr vorher getan? Ich arbeite gerne mit Pflanzen, mit Tieren. Und mit Gold. Wie seid ihr in den Dienst von Dämonenanbetern gekommen? Nun, wenn das eine zum anderen kommt und man in götterverlassenen Gegenden groß wird, dann kann es durchaus sein, dass mit Menschen gehandelt wird. Wenn man in Tobrien groß wird. Blödsinn. Blödsinn? Inwiefern? Ach, nichts. Und deswegen standet ihr auf Helmport in einem Alchemielabor. Ah, da bist du ja. Sie kniet sich hin und fängt an, irgendwas in der Luft zu streicheln. Sieht sie etwas, das ich nicht sehe? Karino? Ich glaube schon. Offensichtlich ist die Frau nicht mehr ganz richtig im Kopf. Euer Gnaden. Ja. Was denkt ihr, wie man mit ihr am besten verfährt? Sie scheint ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt viele Geschichten von vertriebenen Tobrian. Vielleicht sagt sie die Wahrheit. Ich kann zwar etwas Misstrauen in ihr erkennen und sie hat wohl offensichtlich für die Schwarzen Lande gearbeitet, aber in den aktuellen Zeiten tun das wohl recht viele, aus den verschiedensten Gründen. Ich fragte eher, ob ihr glaubt, dass wir sie ins Neonidenkloster stecken sollten. Ins Neonidenkloster? Ja. Ich glaube, in Perikum gibt es eins. Deswegen frage ich. Nun, zumindest kann sie komplette Sätze formen, also denke ich nicht, dass es so schlimm ist. Sie sieht offensichtlich Katzen, die nicht da sind. Ja, ich kannte mal jemanden, der hat eine unsichtbare Gans gesehen. Das seltsame war, die Gans hat ihm wahre Sachen erzählt. Nun gut, wir nehmen sie mit, bringen sie zu den Nuineten, die werden wissen, wie mit ihr zu verfahren ist. Ansonsten übergeben wir sie die Gerichtsbarkeit. Vielleicht sollten wir sie testen. Worauf? Zauberei? Ja, sie erhebt sich jetzt auch wieder und durch die Prüfung. Wenn ihr mir nun etwas Gold gebt, kann ich auch in euren Laboratorien arbeiten. Mir ist es gleich, ob ich für euch arbeite oder für Hafax, für Galotta, für Rassasso. Ich brauche keine wankelmütigen, goldgierigen Alchemisten. Wenn sie ihre Arbeit erledigen. Das ist egal. Ich brauche göttertreue Leute.
jemand, der für Rafax arbeitet, niemand, der auf meinem Schiff willkommen ist. Also gut, aber ich habe gehört, dass ihr über die Neoniden nachdenkt. Das ist, glaube ich, nicht angebracht. Ich bin nicht verrückt. Das werden die entscheiden. Ich aber denke, wir sollten ihr einen Test unterziehen und ihr dann eine Chance geben, zumindest. Nepomuk, komm her. Geras, wir werden niemanden anstellen, der für Havax gearbeitet hat. Freiwillig oder nicht. Also du merkst jetzt, wie sie sich wieder abkniet und wohl gerade an deinen Plattenstiefeln herumfuchtelt und versucht, irgendwas zu verscheuchen. Ah, sie berührt dich dann auch. Nö, zieh den Fuß zurück, tu einen Schritt nach hinten. Um Himmels Willen. Ich brauch's offensichtlich nicht mehr ganz beisammen. Packen Sie ein, bringen Sie zu den Noiniten, die werden entscheiden, was zu tun ist. Wir haben einen fähigen Alchemisten, Karinor, wir brauchen keinen zweiten. Haben wir? Haben wir. Der verwirrte Mann mit der Halbglatze und den grau-schwarzen Haaren, der manchmal in der Klaschembe sitzt. Das ist derjenige, der ständig alles vergisst. Hatte ich schon 5-mal nach dem Namen gefragt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich seinen Künsten vertraue. Er hat unseren Waffenbeutel hergestellt. Er kam wohl auch schon einmal zu Eldan und hat Eldan gefragt, ob er sein Sohn ist. Also, schlimmer ist sie nicht. Er hat unseren Waffenbalsam hergestellt. Also ist er zumindest fähig. Das ist nicht die größte Kunst, aber nun gut. Wir sollten wirklich drüber reden, den wir einstellen. Die Sache ist erst einmal entschieden. Wenn sie sich wirklich als... Ich noch mal zu ihr hinunter. Tun noch mal einen Schritt nach hinten, wenn sie meinem Stiefel weiter nachjagt. Nö, sie hat da jetzt wohl gerade ihre Katze in Anführungsstrichen entdeckt und ist zufrieden. Merkst wohl auch, wie sie irgendwas auf dem Arm hält, auch wenn sie noch in Handschellen sind, aber sie tut so, als ob sie irgendwas gerade trägt. In einem spontanen Anfall von der Realität misstrauen, strecke ich einfach mal die Hand aus und gucke, ob da wirklich etwas ist. Sinnschärfe. Ich nicht sehe, okay. Meine Würfe heute. Du hast das Gefühl, als ob du Schnurren hören kannst. Sehr seltsam. Was ist seltsam? Mir war, als hätte ich eine Katze schnurren hören. Wie bitte? Mir war, als hätte ich eine Katze gehört. Ach, vielleicht werde ich auch schon verrückt auf diesem Schiff. Genug jetzt, wir müssen hier runter. Jetzt bin ich neugierig, ich will das auch mal gucken. Ich will auch mal berühren. Hm? 1W6 Schaden. Willst du gerade hingreifen und ein widerlicher Schmerz entsteht. Du siehst, wie drei blutige Kratzer auf deiner Haut zurückbleiben. Das tat weh. Herr Kapitän, ich zeige ihm die Kratzer. Ich glaube nicht, dass da nichts ist. Magister Eldan, ich denke, das ist eher euer Professionsbereich. Okay, habe ich schon mal von unsichtbaren Katzen gehört? Nein. Okay, also brauche ich Magiekunde gar nicht erst würfeln. Könnte ich mir irgendwie erklären, wie sie sich alchemistisch die Katzen unsichtbar gemacht hat? Würfel mal Alchemie. Okay. Oho. Ja, also klar, es gibt unzählige Elixiere, die dich unsichtbar machen lassen. Das geht. Ist normalerweise nicht an Katzen getestet. Es gäbe theoretisch ein Elixier, mit dem man sich unsichtbar macht, dass jemand das an Katzen verfüttert, das wäre mir neu. Vor allen Dingen müsste das Elixier lange halten, da sie vermutlich keine Gelegenheit hatte, die Katzen erneut damit zu füttern. Beeindruckend. Ich wende mich mal zu der Frau. Ihr habt also unsichtbare Katzen. Wie könnt ihr sie sehen? Wieso denn unsichtbar? Nun, ich kann sie nicht sehen. Ist das mein Problem? Ich mache es gleich zu Frage an euch.